So, grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu unserem Webinar von Redpoint zu unserem heutigen Thema Navision Upgrade auf Dynamics 365 Business Central. Es freut mich, dass sich so viele Leute angemeldet haben. Danke vielmals für das Interesse von Kunden oder auch Interessenten. Unter anderem haben wir auch Interesse von Mitbewerbern können wecken. Kurzfristig, bevor wir starten, noch ein paar Informationen. Wir möchten Sie bitten, dass Sie das Mikrofon ausschalten. Das Webinar wird aufgezeichnet. Dann die Präsentation bekommen Sie per E-Mail zugestellt über. Und Fragen können Sie in den Chat hineinschreiben und die würden wir am Schluss beantworten. Für eine optimale Bildqualität oder vielleicht, dass Sie teilnehmen am Webinar, kann man hier in diesem Bereich mit diesen drei Punkten auch in Vollbildmodus arbeiten, dass Sie so optimale Betrachtungsweise haben. Gut, für Sie heute anwesend, mein Name ist Stefan Marti, ich bin rund etwa seit 20 Jahren mit dabei bei der Redpoint. Und darf verantwortlich sein im Bereich Verkauf, Bestandeskundenbetreuung. Mich unterstützen werden der Reto Krummenacher, Beratung und Projektleitung, sowie auch der Michael Kuhns, Marketing und Digital Business Development. Kurz zur Agenda. Auf die folgenden Punkte möchten wir heute präsentieren. Warum überhaupt ein Upgrade auf D365? Kunden nutzen. Aufbau und Weg zu der nächsten Generation. Dann werden wir vom Reto Krummenacher einen ersten Einblick sehen ins D365 PC, wo wir vielleicht zwei, drei kleine Sachen möchten zeigen, die auch zum Ganzen dazugehört. Gut. Dann vielleicht als Einleitung Microsoft Dynamics 365, kurz bei D365 BC genannt oder mehr in der Fachsprache reden häufig nur noch von BC und meinen damit eigentlich immer das Business Central. Also der ganze Webinar, wenn wir von BC reden, meinen wir eigentlich immer Dynamics 365 Business Central. BC ist das Nachfolgeprodukt von Microsoft Navision, wo seit über 20 Jahren auf dem Markt ist. Es ist eine All-in-One-ERP-Lösung. Mit modernster Technologie, webbasierter Oberfläche, die auf allen Devices eigentlich verfügbar und lauffähig ist. Betrieben wird das Microsoft Dynamics 365 und Microsoft SaaS und Azure. Und glaube ich, ganz wichtig auch für uns, vor allem auch für unsere Kunden, seit eigentlich Mitte diesem Jahr ist auch die Datenhaltung in der Schweiz verfügbar. Gut, dann der nächste Punkt. Glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Weshalb oder warum sollen Sie als Kunde, warum soll ich überhaupt ein Upgrade machen? Ich möchte das schnell durchleuchten und zwar drei folgende Merkmale eigentlich. Der erste Punkt ist sicher die betriebswirtschaftliche Sicht, Betrachtungsweise. Ich denke, BC hat eine sehr moderne Oberfläche, erlaubt Effizienz schaffen damit, ist ortsunabhängig, skalierbar. Ich denke, Datensicherheit und mit diesen paar Schlagwörtern, glaube ich, kann man eigentlich Kosten und Zeit sparen. Dann Digitalisierung ist so ein bisschen ein Puls von der Zeit. Da reden alle eigentlich davon. Ich denke, mit dem BC haben wir eine hervorragende Basis, um auch in diesem Bereich eigentlich unsere Kundenbedürfnisse können abzudecken. Und somit sind wir auch am Puls von der Zeit, auch für morgen. Dann Upgrade-Projekt. Ich glaube, wir alle kennen es. Die einen schieben es vor sich her, warten 5 Jahre, 6 Jahre, warten 10 Jahre, bis sie das Upgrade machen, haben eine uralte Lösung, haben vielleicht gewisse Sachen, die man nicht machen kann. Mit Business Central in der Microsoft Cloud ist man eigentlich permanent auf der neuesten Version. Wie das dann eigentlich ist, werden wir in den nächsten paar Folien zeigen. Und natürlich, wie gesagt, auch der Kostenpunkt. Ich denke, Upgrade-Projekte ist ein riesiges Thema. Alle 4 bis 6 Jahre sind das grosse Projekt, wo Ressourcen bindet und eigentlich auch Kosten verursacht. Die drei Kernthemen möchten wir jetzt gerade vertieft anschauen. Wenn wir schon gerade bei den Kosten sind, fahre ich mit den Kosten weiter. Wir haben versucht, einen Vergleich zu machen eigentlich zwischen On-Prem und Cloud-Lösungen.
Bei der Cloud-Lösung habe ich relativ eine höhere monatliche Gebühr, aber durch das auch klar kalkulierbare Kosten. Bei der On-Premise-Lösung oder On-Prem-Lösung hat man immer noch Hardware-Anteil. Man braucht quasi einen Windows-Server, man braucht einen SQL-Server, man braucht Backup, man braucht Security, man braucht Firewall, wenn man von außen zugreifen will. All diese Sachen gehören eigentlich dazu. Man hat auch die Wartung von einem externen oder von einem internen Server und eigentlich die Wartung von der ERP-Lösung. Und das ist einfach da mit der Cloud-Lösung eigentlich klar kalkulierbar. Wenn wir die Kosten auch anschauen, haben wir probiert, ein Beispiel zu machen, ein Muster. Wie verhalten sich eigentlich die Kosten von einer On-Prem-Lösung versus eigentlich von einer BC-SaaS-Lösung im Mietmodell? Wir haben eigentlich geschaut, wie sind die Kosten über 4 oder über 9 Jahre. Und haben das probiert darzustellen in einer Grafik. Ich denke, da sieht man am Anfang, wo man das Setup hat, wo man die Installationskosten hat, wo man das Projektkosten hat, nach 4 Jahren wieder ein Update und nach 8 Jahren ein zweites Update. Bei diesen Zahlen haben wir probiert zu berücksichtigen, eigentlich die Lizenzkosten, die Einführungskosten, Betriebskosten. Die sind natürlich relativ identisch im ERP. Dann aber Betriebskosten von der Hardware und vielleicht auch die Upgrade-Gebühren. Und eben, wie gesagt, das Ersetzen von einer Hardware, das Ersetzen von einem entsprechenden Update. Gut. Als nächstes würde ich gerne etwas dazu sagen. Ja, wir von Redpoint begleiten eigentlich über mehrere, also langjährige Kunden. Das darf ich glaube ich sagen. Ich bin über 20 Jahre mit dabei, über mehrere Software-Generationen. Wir haben diverse Projekte gemacht im Bereich Migration oder Neustart. Wir haben auch die Werkzeuge dazu jetzt gemacht, dass man eigentlich die Datenmigration kann machen von älteren NAV-Versionen aufs PC. Und wir haben bereits eigentlich schon auch erste Projekte, Migrationsprojekte gemacht, wo wir eigentlich Erfahrungen sammeln drauf. Da unten sehen Sie vielleicht so ein bisschen zu der Zeitachse, die NAV-Versionen, früher noch Navision Attain, dann ist Microsoft NAV geworden in 2009, 13er, 16er Version und ab 2020 dann eigentlich rechts aussen das Business Central. Ich möchte auf Ihren Nutzen eingehen. Was bringt es Ihnen überhaupt, wenn Sie wechseln? Ich möchte ein paar Punkte auflisten. Also mit BC SaaS ist man eigentlich immer auf der neuesten Version. Microsoft gibt 2-mal im Jahr ein Major Update raus. Wir kennen das vielleicht von der Office-Umgebung. Durch das sind sie eigentlich mit der Zeit immer auf der neuesten Version und es gibt eigentlich keine grossen Upgrade-Projekte mehr. Weil sie den SaaS läuft, benötigen eigentlich zusätzlich keine dedizierten Hardware, Server, KSQL-Lizenzen. Das ist eigentlich alles mit dabei. Denn es ist device-unabhängig. Ich glaube auch sicher wichtig am Puls der heutigen Zeit, dass man von überall her damit arbeiten kann. Ein paar weitere Punkte sind sicher die Anbindung von zusätzlichen Apps oder von Add-ons. All die gibt es nach wie vor. Und was ganz wichtig ist, die werden eigentlich als releasefähige Extensions entwickelt. Du das nachher das Datenmodell, das Aufbau vom Modell noch zeigen. Kundenspezifische Apps, auch die, die mehr haben wir klare Guidelines, wie man Kunden-App muss entwickeln, damit die eben releasefähig bleiben. Und selbstverständlich, früher im NAV haben sie unsere Redpoint-Branchenlösung gehabt. Das haben wir quasi jetzt eigentlich umgebaut, das sogenannte Redpoint-Apps als Modul, wo ihnen den Alltag erleichtern. Und selbstverständlich sind die auch releasefähig. Ich werde ein paar weitere Nutzen vielleicht im Detail aufzeigen. Das hybride Arbeiten, ich denke, das ist einfach auch ein Punkt von der, also wenn, ja, von der Zeit heute, dass das gewünscht wird und das ist eigentlich mit dem Business Central sehr ideal und sehr einfach machbar. Ein weiteres Merkmal ist die Sicherheit. On-Prem versus Microsoft SaaS. Ich denke, die Anfälligkeit von Cyberattacken oder eigentlich auch von Ransom-Software ist einfach immer grösser und ich kann Ihnen einfach auch sagen, da, dass das Sicherheitsmerkmal von einem RZ bei Microsoft viel, viel höhere eigentlich Sicherheitsmerkmale oder Ansprüche auch hat, gegenüber vielleicht, wenn man es persönlich in der eigenen Firma hostet. Weiterer Nutzen
Das Business Central ist ein Produkt vom Microsoft Ökosystem, man so darf sagen, oder Ökosystem. Und es gehört sogenannte Dynamics 365 Familien rein. Das wiederum ist eigentlich Office-Integration, sei das LinkedIn, Power-Plattform oder eben die Azure-Basis und das alles auf der Security eigentlich von Microsoft selber. Skalierbarkeit, Lizenz und Infrastruktur. Ein weiterer Punkt haben wir häufig auch, sie haben Personalwechsel, sie haben vielleicht 2, 3 Leute, die parallel arbeiten, bis jemand die Firma verlässt oder jemand Neues kommt. Mit dem monatlichen Lizenzmodell können sie eigentlich User dazu kaufen für 1, 2 Monate und wieder abstellen. Bei der Infrastruktur, wenn der Server an Grenzen kommt, können sie einfach das Datenpaket erweitern und sind so eigentlich klar kalkulierbare Kosten. Und auch denke ich, das ist ein sehr grosser Vorteil. Dann Cloud und cloudbasierte ERP. Ich glaube, darf man auch sagen, hat sich sehr stark etabliert eigentlich in der heutigen Zeit. Wenn man die Entwicklung anschaut vom Markt, wie viele Leute, wie viele Firmen das eigentlich neu in die SaaS-Welt hineingehen. Und das ist nicht nur ein Hype. Ich glaube, wenn man Zahlen anschaut, ist das ganz eine klare Entwicklung, wo die Welt oder wo die Richtung hergeht. Gut. Ich komme als nächsten Punkt zum Aufbau von der Datenbank. Ich denke, ein paar wichtige Punkte zum Upgrade selber. In der heutigen Navision-Welt habe ich eigentlich mit Microsoft Dynamics NAV, egal welche Version, wir haben Apps drauf oder von Dritten oder Zusatzprogrammen, wir haben eine Redpoint-Branchenlösung, wir haben Kundenentwicklungen. Alle unsere Entwicklungen, die wir gemacht haben für Kunden oder auch unser eigenes, hat man eigentlich im gleichen Kern gemacht, wie es Navision eigentlich ist. Bei der neuen Version ist das ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben eigentlich hier auf der linken Seite das Dynamics 365 Business Central. Das ist eigentlich der Kern, die Core-Version. Und wir tun unsere Funktion, Modul oder Kunden-App oder dritte außerhalb als sogenannte Extensions entwickeln und haben klare Vorschriften, wie man eigentlich das muss anpacken muss. So ein Datenmodell erlaubt eben, dass man zukünftig kann Release-Updates machen alle halbe Jahr, ohne dass man im Prinzip muss jedes Mal das Ganze muss frisch entwickeln. Das ist eigentlich die Basis und der Aufbau vom Ganzen. Gut, dann kommen wir zum Weg zur nächsten Generation. Wenn man schon ein Upgrade eigentlich anpackt, ist sicher auch immer zu überprüfen und zu verifizieren eigentlich die Funktionen oder Nutzen für KMUs zu verifizieren. Ich denke, ein Upgrade ist auch immer der Zeitpunkt, um Prozesse im Unternehmen zu überdenken. Was hat sich im Betrieb verändert? Haben sich Bedürfnisse verändert? Was gibt es für neue Funktionalitäten? Und ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, um eine nächste Generation auch anzupacken. Dann der erste Schritt für so ein Upgrade-Projekt. Also wie komme ich überhaupt dorthin? Würden wir in einer sogenannten Upgrade-Analyse machen. Das geht darum, mal zu eruieren, was ist die aktuelle Version, die im Betrieb ist, welche Funktionalitäten sind getroffen, was für Zusatzprogramme, kundenspezifische Erweiterungen, der Abgleich vom Funktionsumfang vom Business Central versus Navision und die ganze Datenmigration. Tun wir nur eine Teilmigration, machen wir eine Vollmigration. Nach diesem Schritt kann man eigentlich dann eine konkrete Offerte machen, Ressourcen, Projektplan, für ein Upgrade-Projekt. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Einführung ein paar Sachen mit auf den Weg geben und können Sie quasi informieren, welche Vorteile es eigentlich auch bringt, wenn man ein Upgrade macht auf die nächste Generation. Jetzt dürfte ich Reto übergeben. Er würde uns noch einen Einblick geben, einen ersten ins PC365. Reto. Danke, Stefan. Also, ich werde Ihnen gerade schnell meinen Bildschirm teilen. Vor einem Monat habe ich Ihnen ja schon ein bisschen zeigen, ein bisschen das Look and Feel und die Aussenwelt vom Business Central. Jetzt, im nächsten Schritt, heute würde ich eigentlich eher so ein bisschen darauf hergehen, dass ich nachher dann auf diese Punkte Ihnen kurz ein bisschen zeigen würde, weil es bringt ja nichts, wenn ich das Ganze wiederhole, sondern dass wir da wieder einen Schritt vorwärts machen.
Ich würde Sie gerne auf eine kleine Reise mitnehmen, das D365 Business Central. Es geht eigentlich so dort um, da sage ich, bin jetzt eine Firma, die so mit Büromöbel handelt, Lampen und Stühle und Tisch drum und dran. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der läutet mir an und sagt, ich muss etwas haben. Ich gehe da schnell auf Stammdaten, Kontakt. Und jetzt läutet mir zum Beispiel auch Pizzeria Grottino an mit dem Samuel Giger. Ich sehe da gerade, er ist eigentlich gar noch nicht erfasst. Ich kann nachher dann hier im Prinzip gerade schnell drauf gehen, gehe auf den Prozess und dann nachher dann sagen, okay, Kontaktperson fürs Unternehmen anlegen. Sagen hier jetzt irgendwie, das ist der Samuel Giger. Ich kann nachher dann hier runtertauchen und sagen, das ist der Herr und er ist Geschäftsführer. So, dann sagen, okay, ist gut. Dann weiss ich sogar, ich habe noch gerade mal von ihm ein Fotokader so. Tun wir doch gerade noch importieren. Ich kann nachher dann das wählen und schon habe ich nachher dann ein Foto von ihm mal drin. Ich habe jetzt die ganzen Informationen schon da drin. Ich könnte jetzt noch sagen, hat er ein Telefon privat, E-Mail oder so, kann ich nachher dann noch da Details erfassen. Ich weiss auch gerade, dass wir da bei uns eigentlich in der Firma immer so machen, dass man gewisse Profile anlegt, geht darum aufs Profil drauf los, sagen nachher dann, okay, gut, er ist männlich, er hat gerne Fußball, ist nachher dann noch andere Outdoor-Sportarten verheiratet, Kind. Das dann schnell wegnehmen, das da, voilà. Und kann nachher dann da eigentlich genau definieren, schon, wie näher, wenn ich ein Mailing oder so mache, und ich nachher dann sage, ich will jetzt alle die Personen, die zum Beispiel nach diesen Kriterien sind und für die ein Mailing machen, tue ich das natürlich bei allen Personen, aber kann natürlich auch bei Unternehmungen hinterlegen. Ich kann nachher dann wieder retour, bin wieder da. Da hat sie ihn erfasst. Jetzt bin ich gerade am Telefon und wollte mir einen Überblick verschaffen. Das heisst, ich wollte jetzt ein bisschen sehen, ja, was ist echt da bis jetzt gelaufen. Ich kann nachher dann auf Berichte gehen, gehe nachher dann auf Kontaktprofil. Ich kann nachher dann sagen, Vorschau. Und schauen jetzt mal, wie sieht es überhaupt aus? Was haben wir schon ein bisschen mit dem gemacht? Können wir da ein bisschen grösser machen? Ich sehe jetzt hier nachher dann die Adresse. Ich sehe gerade der Umsatz vom laufenden Jahr, vom Vorjahr. Vorjahr hat er noch nichts gehabt. Ich kann nachher dann da auf, zum Beispiel, wenn ich Kreditlimite oder Mahnstufen oder so drin habe, jetzt da, sehe ich, der Geschäftsführer und der Buchhalter sind aus Personen fast. Ich habe hier eine Verkaufschance offen. Das bedeutet, ich habe hier schon mal ein Angebot gemacht mit einer Verkaufschance. Ich habe eine Offerte noch draussen. Und nachher dann einen Auftrag habe ich auch da schon bekommen. Und ich sehe da die Aktivitäten, also was haben wir besprochen, dementsprechend Aufgaben sind dazu. Und auch Verteiler geht, die ich wieder für Mailings brauche, die ich Ihnen hinzugefügt habe für eine Weihnachtskarte oder für einen Herbstversand. Das sehe ich eigentlich auf einen Blick, schnell was gelaufen ist. Gehe nachher dann da wieder retour. Und kann jetzt das, was wir zusammen diskutiert haben, sogar noch in einer Aktivität eigentlich erfassen und sagen, gemäß Besprechung wollte er noch von mir ein Angebot. Jetzt sagen wir, okay, ich will ein Angebot drin, also ich bin jetzt da wieder drauf, sagen wir, okay, Prozess, Verkaufsofferten erstellen. Jetzt würden wir eigentlich anhand von dem gerade Verkaufsofferten erstellen, der Name und alles ist gut und können nachher dann sagen, betreff, das ist zum Beispiel eine Erweiterung. Ich kann nachher dann noch weitere Informationen erfassen. Ich tue das Ganze jetzt ein bisschen abkürzen. Ich gehe nachher dann sagen, der hat dann eine Artischockel-Pendelleuchte, die er will. Sagen wir irgendwie 3 Stück. Jetzt will er das gerade per Mail sofort. Also kann ich nachher dann wieder sagen, drucken, per E-Mail senden. Jetzt tut er im Hintergrund eigentlich automatisch eine Vorgabe, wo das abgefüllt muss werden. Das ist von uns so hinterlegt. Und ich muss die Platzhalter machen und ich sage, ich will zum Beispiel da immer, dass die Offertnummer steht, dass da gerade der Gesamtbetrag steht, wer unter sich kann melden und so. Und sehe jetzt hier die Informationen und auch gerade die E-Mail-Adresse, die da gerade hinterlegt ist. Da habe ich jetzt natürlich mich hinterlegt, dass dann auch zu mir geschickt wird und nicht ihm. Nachher habe ich hier gerade die Offerte drauf, kann da hier noch schnell anschauen und sagen nachher dann, okay, wie sieht die überhaupt aus? Sehe nachher dann, das ist jetzt die Offerte, die er bekommt, für den 22.500. Das ist soweit gut. Kann nachher dann das wieder zutun und kann jetzt sagen, okay, tu das E-Mail schicken. E-Mail senden. Voilà.
Und schon ist jetzt das E-Mail für ihn unterwegs und er hat jetzt die Verkaufsofferte. Jetzt kann es vielleicht sein, dass ich am Nachmittag irgendwo im Outlook drin bin. Und im Outlook ist es ja so, das System, das habe ich Ihnen am letzten Webinar im August gezeigt, dass es eine Verknüpfung hat mit dem Outlook. Das heisst, wenn irgendwo ein Mail reinkommt und er erkennt, hey, die E-Mail-Adresse, die gibt es einen Kontakt, der im ERP ist, also tue ich hier gerade eine Verknüpfung darstellen. Genau das Gleiche passiert jetzt auch Gesendete. Er hat jetzt hier im Prinzip das, was man jetzt vorher denen gesendet hat, hat er jetzt gerade gemerkt und hat gesagt, hey, okay, jetzt habe ich da, kann ich da noch mehrmals eine Fasthaltausnahme, ich nehme jetzt da die Pizzeria Grottino wieder, der macht eine Verbindung zu dem und sehe nachher dann jetzt das Mail unter den Gesendeten im Outlook hin, wo ich aus dem ERP rausgeschickt habe. Und ich sehe nachher dann wieder die Verknüpfung, wo ich genau sehe, was hat man da schon gemacht, was hat er für einen Umsatz, was hat er für offene Posten und so. Da sehe ich herrlich eigentlich die ganze Übersicht. Und wieder retour. Bin jetzt im ERP-System hin. Jetzt kann es vielleicht sein, dass er am Nachmittag gleich noch irgendwann sagt, ja, meldet sich noch einmal. Bin vielleicht gerade im ERP gesehen, im Debitor kann ich hier rein und habe jetzt auch hier nachher wieder die Möglichkeit, Debitor aufgesendete E-Mails. Jetzt sehe ich nachher, wenn er das auftut, aha, das ist meine Erweiterung, die ich hier gemacht habe, die ich ihm geschickt habe, am 11.20 Uhr, also das war genau vor einer Minute, gewesen, und könnte jetzt noch eine sagen, ja, du hast noch eine schicken, hat sie irgendwie nicht bekommen, oder hat sie irgendwie im Spam gelandet und automatisch gelöscht oder so. Ich könnte auch nachher sagen, bearbeiten und senden, ich kann es noch eine zum Beispiel anpassen oder so. Ich könnte jetzt hier noch sagen, okay, wir haben hier noch etwas anderes, das wir anhängen müssen, also ich kann noch weitere Dateien anhängen oder so, und könnte das jetzt noch eine schicken, dass er das Angebot noch einmal von mir überkommt, die nachher dann dementsprechend. Hat auch wieder retour. Jetzt fragt er natürlich, okay, soll es aus dem Entwurf sagen, nein, E-Mail verwerfen, weil es ist eigentlich gut gewesen. Wir haben das nachher dann so gemacht. Hat auch nachher dann wieder zurück und sehe hier die Informationen, die er nachher dann ist. Und jetzt kann ich auch wieder sagen, auf dem Kontakt, wenn ich hier wieder drauf bin, wieder hier hergehen und wieder kann sagen, okay, Bericht, gehe wieder auf mein Kontaktprofil. Und jetzt haben wir hier natürlich schon weitere Informationen. Also das heisst, wir sehen jetzt hier schon mehr, dass ich zwei Offerten draussen habe. Ich habe hier nachher dann jetzt die zweite Offerte draussen mit 22.500 und sehe jetzt hier nachher dann genau schon, was passiert ist und kann jetzt irgendwie mir auch eine Aufgabe setzen, das wieder nachzufassen und dass ich die Informationen habe. Und genau das Gleiche, wenn ich Ihnen am letzten Webinar schon gezeigt habe, genau das Gleiche wieder auf dem Smartphone, wo ihr auch dort wieder Gelegenheit habt, auf dem Smartphone direkt auch den Bericht anzuschauen, wenn ihr unterwegs sind und ihr sagt, oh, ich will noch schnell schauen, was dort passiert ist, bevor ihr beim Kunden reingeht, schnell aufs Kontaktprofil auf dem Smartphone, muss man es halt ein bisschen anzoomen, aber sie haben genau gleich die Informationen zur Verfügung, die sie nachher dann brauchen und haben so eigentlich einen schönen Überblick, der nachher dann ist. Gut. Das wäre ein kurzer Einblick von meiner Seite vom Business Central. Danke vielmals, Reto, für die Präsentation. Ich denke, wir könnten noch eine halbe Stunde oder zwei Stunden mehr zeigen. Es gibt so viele Sachen. Da geht der Bildschirm wieder teilen. Aber wir haben versucht, einfach einen kurzen Einblick zu geben im Bereich Kontaktprofil. Verkaufsangebot erstellen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen spürt, wie das funktioniert und wie das zu verwerten ist. Gut, dann wären wir eigentlich soweit von dem heutigen Webinar, zu den Themen von der Agenda, eigentlich am Schluss und wäre jetzt eigentlich parat oder offen für Fragen. Die Fragen, die allenfalls im Chat reingekommen sind, wo ich zur Moderation eigentlich im Michi das Wort übergeben darf. Grüezi miteinander, also Sie dürfen gerne Fragen direkt stellen. Ich nehme vielleicht zum Einsprechen einen Punkt auf, der vom Herrn Fehrlin gekommen ist. Und zwar geht es um die Frage, wo wir Personenprofil gesehen haben. Wie sieht das aus, dass man Datenschutzrichtlinien kann sicherstellen kann? Und die Frage würde ich gerne gerade an euch bitte spielen. Reto, willst du etwas sagen dazu? Oder soll ich? Auch da ist natürlich so, die Daten, solange wir sie ja für uns nutzen und unsere Daten sind, können wir das im Prinzip so machen, wenn wir im Geschäft mit dem Kunden das drin sind. Ist natürlich klar, wir dürfen nicht mehr andere Sachen benutzen, aber wenn man sie für sich selber benutzt, für eine, sagen wir mal,
für das, was man braucht, für das Geschäft und so, ist das weniger die Schwierigkeit. Hingegen, man muss natürlich Kunden informieren und man muss halt wissen, dass so etwas passiert wird. Dann ist gerade die nächste Frage reingekommen, die anschließt. Wie sieht das denn im Zusammenspiel mit Dynamics 365 respektive Sales und CRM aus? Können wir da dazu etwas sagen? Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt gerade dran mit einem Projekt, wo der Kunde Sales einsetzt. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir dort eine Schnittstelle gemacht haben. Es gibt ja standardisierte Schnittstellen, wo man kann sagen, teilweise mit Uni oder bidirektional, also entweder ein Weg oder hin und zurück. Wir haben jetzt dort aber noch einen anderen Weg gefunden, wo wir im Prinzip eigentlich Sales in dem Sinn aus, soll ich sagen, aus Mutter haben, in dem Sinn, wo es dort dann abgefüllt wird. Und nachher haben wir es eigentlich so definiert, dass wir gesagt haben, der kann ein Höckchen setzen, der Kunde, und dann wird nachher der Kontakt und die Adresse automatisch im Business Central angelegt. Da gibt es natürlich noch andere Wege, die es gibt. Da muss man ein bisschen schauen. Sales muss man so sehen. Sales hat ein bisschen eine andere Philosophie. Sie haben irgendwie Firmen, sind Debitoren und da gibt es Kontakt. Und im Business Center ist ein Kontakt und nachher dann ein Debitor, das ist wieder ein bisschen anders, aber man kann die Welten zusammenführen und das funktioniert eigentlich sehr gut, aber man muss miteinander besprechen, wie der Prozess am besten ist und welches ist führend oder wie will man es machen. Alles klar, danke vielmals. Dann ist eine weitere Frage gekommen, wie sind Branchenlösungen integriert? Gibt es nach wie vor die Möglichkeit, auch eigene Filter zu generieren? Ja, also selbstverständlich, die Branchenlösung ist wieder integriert. Ich habe es gerade probiert aufzuzeigen mit einer Übersicht, mit dem Aufbau, sogenannten Redpoint-Apps. Und Filtertechnologie ist, ich denke, hier noch ein bisschen verbessert worden. Ich habe noch mehr als eigentlich Redpoint-Branchenlösung. Ich denke, da müssen wir analysieren, was ist wirklich der Kundenbedürfnis. Aber wir können alle Wünsche, eigentlich Sachen, die man braucht, auch selbstverständlich eigentlich wieder einbauen. Sofern das heute kundenspezifisch gelöst war, ist jetzt im Bereich Filter. Ja. Alles klar, danke vielmals. Dann gibt es eine weitere Frage vom Herrn Gleixner. Und zwar geht es darum, ob man kann abschätzen, finanziell zeitlichen Aufwand bei der Umstellung von ca. 8 bis 10 Lizenzen. Das ist natürlich immer schwierig, aber allenfalls können wir eine Aussage dazu machen, so ein bisschen genereller Natur. Also der finanzielle Aufwand ist vielleicht schwierig zu sagen. Wir haben Kunden mit 8 bis 10 Lizenzen, aber haben 20 Mandanten, die sie führen. Wir haben Kunden mit 8 bis 10 Lizenzen und ein Mandanten drauf, die sie führen. Ich denke, muss man wirklich von Fall zu Fall anschauen. Wichtig ist, denke ich, dass wir den Migrationspfad haben und es kommt darauf an, wie viel hat der Kunde individuelle Anpassungen gehabt vorher, also kundenspezifische. Das ist von dem her eine abhängig. Und sonst ist es so eine Migration vom zeitlichen Aufwand, ist es im Bereich, sage ich mal, zwischen 2 bis 5 Monaten, wenn das ein kleinerer KMU-Betrieb ist, für die Migration eigentlich aufs PC. Und ich denke, wie gesagt, also Reto, kannst du mich korrigieren, aber der Frankenbetrag, einfach so aus der Luft, müsste man ein bisschen mehr Informationen haben, dann nutzt man einfach 8 bis 10 Lizenzen. Ich hoffe, das hat das so können beantworten, ein bisschen weit. Gar nicht davon aus. Im Moment ist das jetzt still. Gibt vielleicht die Frage noch in den Chat. Sie dürfen zuerst das Mikrofon auftun. Gibt es weitere Fragen jetzt von Ihrer Seite her, gerade so ein bisschen genereller Natur? Wenn nicht, würde ich vielleicht... Ja, Entschuldigung, Herr Küssler. Entschuldigung, wenn das schon offen ist. Vielleicht zwei sehr generelle Fragen von mir. Urs Küchler von Intifil. Wie ist die Geschwindigkeit von dieser Lösung verglichen mit den bisherigen Dynamics, die wir hatten? Also ich darf so sagen, dass die Erfahrung, die wir jetzt dürfen machen, dass eigentlich sehr hervorragend eigentlich ist von der Geschwindigkeit, was das anbelangt, dass wir eigentlich ich denke, das Business Central geht seit bald zwei Jahren selber. Die ersten Versionen haben wir gewisse vielleicht so Performance-Schwierigkeiten noch gehabt, aber bis jetzt sind eigentlich die rund etwa 15 Projekte, die wir bei iRights realisiert haben, die eigentlich sehr zufriedenstellend sind, eigentlich sehr gut laufen zum Arbeiten. Also das ist eigentlich im Vergleich jetzt bei Ihnen, Herr Küchler, die mit alle in einer Private Cloud in ihr System haben, eigentlich quasi vergleichbar oder besser, sage ich mal so. Ja.
Okay, danke. Und wenn Sie es schon jetzt erwähnt haben, wo werden die Daten gelagert? Ist das analog wie bisher oder ist da irgendetwas grundlegend geändert worden? Also was sicher neu ist, oder? Heute haben viele Firmen das On-Prem bei ihrer Firma inne, oder sie sind bei einem Rechenzentrum, bei einem Hoster in der Schweiz. Und neu wäre eigentlich wirklich die Daten on Microsoft Azure. Das heisst, Microsoft Schweiz betreibt zwei Rechenzentren. Das ist eigentlich nicht offiziell, wo die in der Schweiz stehen. Es gibt einfach eins in der Deutschschweiz und eins in der Westschweiz. Und wir können eigentlich, wenn wir einen Kunden eine Migration machen vom Business Central, können wir sagen, wir wollen Datenhaltung Schweiz haben. Und dann ist es eigentlich, sind Daten halt in der Schweiz vorhanden. Das ist eigentlich das, was Microsoft so garantiert. Aber aus Sicherheitsgründen sagen sie nicht, das Rechenzentrum steht in Wallisellen oder in Schlieren oder da oder dort. Das heisst einfach Deutschschweiz und Welsche Schweiz. So. Okay, gut. Danke vielmals. Schön. Nehmen wir vielleicht noch aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit eine letzte Frage rein. Und zwar ist das die Frage, wie sieht unsere Auslastung aktuell aus mit dem Projekt? Also, ich frage mich, wie stark es mir ausgelastet ist, dass wir das Projekt überhaupt könnte anpacken könnten. Ist das die Frage? Ich interpretiere es so. Ja, genau. Ja. Darf ich so sagen, also wir sind aktuell sind wir eigentlich, also haben wir Ressourcen und Kapazitäten, dass wir eigentlich ein Projekt können starten innerhalb der nächsten 1 bis 3 Monate. Das darf ich so sagen. Es hat sich ein bisschen verbessert. Wir haben ja fast jetzt, ja, wirklich 12 Monate lang haben wir sehr eher Wartezeiten gehabt, sind wir völlig am Anschlag eigentlich gewesen, dass wir stark ausgelastet waren und haben eigentlich lange Wartezeiten gehabt für neue Projekte oder auch für Upgrade-Projekte. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert, so wie wir es selber auch gerne haben, dass man eigentlich wirklich auch starten kann. Aber wir haben inzwischen auch recht viele Anfragen. Das kann sich eigentlich innerhalb natürlich auch von 3-4 Monaten verändern. Aber heute, Zeitpunkt, September, Oktober 2021, sind wir eigentlich parat mit der Technologie, parat mit den Ressourcen, parat mit dem Migrationspfad, dass wir eigentlich Projekte können stemmen in den nächsten 6 Monaten. So. Stefan, ich nehme eine letzte Frage rein. Wirklich, noch machen wir Deckel drauf für dich dann für den Abschluss. Und zwar ist noch die Frage von Herrn Gleixner, Umstellung von NAV auf BC, 3 bis 5 Monate, Fragezeichen. Ja, das ist eben, wie ich gesagt habe, ganz am Anfang, es kommt immer auf die Grösse drauf an. Oder ist das ein Kunde, der 2 User hat, oder ist es ein Kunde, der 10, 15 User hat und wie gross ist die Komplexität? Und diese Faktoren gehen nachher eigentlich den Zeitraum auch an. Das ist eigentlich die Antwort. Und es ist halt so, dass man es wirklich von Fall zu Fall muss beurteilen muss. Aber ja, ich darf das eigentlich bei uns in der Firma machen, seit x Jahren eigentlich die sogenannten Pre-Sales oder eigentlich auch die Offerten und eigentlich die Planung eigentlich mit dem Operations-Team zusammen. Aber es braucht wirklich, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Ja. Danke, und dann gebe ich zurück an dich, Stefan. Gut. Ja, danke vielmals auch fürs Moderieren und für die vielen Fragen, die gekommen sind. Ich hoffe einfach, dass wir können mit den umfangreichen Informationen Ihnen ein bisschen informieren, wie der Weg aussieht, wie Sie auf die neueste Generation kommen und vor allem auch den Nutzen aufzeigen, wenn wir mit der neuesten Generation von Microsoft Dynamics 365 Business Center arbeiten. Dann danke vielmals fürs Interesse und freue mich auf ein anderes Mal wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, gute Gesundheit und bis ein anderes Mal. Ade miteinander.